Weihnachten 1971 tritt der norddeutsche Halbprofi gegen den größten Schwergewichtschampion aller Zeiten an. Es ist der Kampf seines Lebens. Es ist der 26. Dezember 1971. Der Hamburger Metzgermeister Jürgen Blin steht vor dem größten Boxkampf seines Lebens. Der Gegner kein geringerer als Muhammad Ali. Der Größte. Jeden Morgen ab 6:30 blickt er in eine kleine Kneipe im Hamburger Hauptbahnhof. Jürgen Blins Bier- und Snackbar. Eine Art Museum und Erinnerungsstätte an den wichtigsten Tag im Boxerleben des Wirtes. Das stimmt ja, bei mir knackt das auch nur noch. Blin zapft auch mit 68 das Bier, jeden Morgen höchstpersönlich. Für seine Stammgäste ist er immer noch ein Held. Guck mal, Hamburger Meister. Deutscher Meister, Europa, was kaum zu glauben, dass der Besitzer dieser Bahnhofskneipe vor 40 Jahren gegen den größten Boxer aller Zeiten gekämpft hat. Jürgen Blin ist 28, als er das Angebot seines Lebens bekommt. In der Schweiz soll er gegen Muhammad Ali antreten. Noch einmal kehrt er an den Ort dieses Kampfes zurück. Ich war hier noch nie wieder in Zürich. Das ist also unwahrscheinlich. Also ich denke fast hier, der Ali kommt hier um die Ecke. Dezember 1971. Muhammad Ali landet mit seiner Familie und einer Entourage von 50 Leuten in Zürich. Ein Empfang wie bei einem Staatsgast. Zum ersten Mal seit 5 Jahren soll Ali wieder in Europa boxen. Wegen Wehrdienstverweigerung und Protesten gegen den Vietnamkrieg hatte er alle Weltmeistergürtel abgeben und mehr als 3 Jahre pausieren müssen. Neun Monate zuvor hatte er zum ersten Mal überhaupt einen Profikampf verloren. Ali hat noch immer ein wenig Trainingsrückstand. Aber verbal ist er topfit. Wie auch die versammelte Weltpresse dankbar zur Kenntnis nimmt. Mein lieber Blin, dann hat das Ganze für dich keinen Sinn. Blin akzeptiert die Außenseiterrolle und weiß um die Chance seines Lebens. Bei einem Sieg steht mir die ganze Welt offen. Bei einer Niederlage, die knapp ausfällt oder wo ich einigermaßen gut aussehe, ist auch noch alles drin. Und wenn ich versage, ist natürlich alles aus. Ali macht Show, stellt sich schlafend und schnarcht laut. Jürgen Blin bleibt äußerlich gelassen, trotz der riesen Herausforderung. Das kann man gar nicht so beschreiben. Das war eine Riesensache, das ist ganz klar. Erstmal vom Geld her, dann von der Aufmerksamkeit der Leute. Der Ali war eine Ikone. Und der wohl größte Entertainer der Sportgeschichte. Come to see it, because I'm gonna whoop him. He's talking. You're not talking. No man talks about he don't want to see me. Watch the light now. No man talks about he don't want to see me. Now are you with me or Jürgen Blin? No. Who are you with? You. All right, well, I don't have no trouble. 40 Jahre später, bei Blins erster Rückkehr ins Zürcher Hallenstadion, kommen Erinnerungen wieder hoch. Plötzlich ist fast alles wieder wie am zweiten Weihnachtsfeiertag 1971. Aus Hamburg, Jürgen Blin. Der Hamburger Metzgermeister gegen den Superstar aus den USA. Angriff ist die beste Verteidigung und somit mit der Einstellung bin ich in den Ring gegangen. Ich konnte gar nichts anderes machen, weil ich boxerisch unterlegen war. Ich war körperlich unterlegen. Ich habe zu weniger Gewicht gehabt wie er. Also ich musste angreifen. Blin wartet nicht ehrfürchtig ab, sondern ergreift mutig die Initiative. Und Ali wundert sich. In der dritten Runde hat er auch versucht, voll durchzuziehen oder mich auszunocken. Der Druck wurde größer, also ohne Frage. Nur das hat er wohl nicht ganz, das war nicht sein Plan. Also er wollte wohl in der dritten Runde mich wegknacken, aber das ging nicht.
Blin wittert plötzlich eine Chance und greift voll an. Ich kannte ja Ali. Ich wusste ja, was das für ein Mann ist, wie er boxt. Und dass er ein Boxer ist, der alles kann, der schnell ist, beweglich ist. In der Runde 7 ist der Traum vom Wunder dann plötzlich vorbei. Blin geht K.O. Zum ersten Mal in seiner Karriere. Wenn ich ein bisschen ruhiger geboxt hätte, wäre es vielleicht noch länger gegangen. Muhammad Ali triumphiert, aber der Kampf war härter als erwartet. Aber auch so kann Jürgen Blin stolz und zufrieden sein. Und er steht wieder auf. Schon ein halbes Jahr später gewinnt er die Europameisterschaft. Aber der Kampf gegen den Größten bleibt für Blin das Größte. Jürgen Blin hat Muhammad Ali immer mal wieder getroffen. Hier in seiner kleinen Kneipe hat er ihn zwar nie besucht, doch der Geist Alis ist allgegenwärtig. Und die Geschichten von damals muss Blin immer wieder erzählen. Wenn du Ali erwähnst, dann bist du ein ganz großer. Ich habe 7 Runden gestanden und das war schon was. Ali hat sie uns in der 2. Runde weggehauen. Man muss schon sagen, das hat mir viel gebracht in jeder Beziehung.